Lampukistan Gaming ist hier, ein neuer Tag in Snow City. Wir sind an Tag 7 unseres Weihnachts-Miniserie angekommen. Wir haben insgesamt 3100 Einwohner. Wir machen ein gutes Plus. Wir haben festgestellt, dass wir hier uns noch ein paar Servicegebäude brauchen, und zwar Feuerwehr und Polizei. In dem Fall hier die Trucks, die verlassen hier schön unser Industriegebiet. Das sieht auch wunderbar aus. Wir haben nur die Hälfte angebunden, weil ja nur eine Autobahn angeschlossen ist an unser Industriegebiet. Das sollte aber nicht weiter stören. Okay, wir haben letztes Mal noch den Friedhof gebaut und hier diese Mülldeponie. Mehr Bildung wollten wir pumpen und wir wollten auf jeden Fall schauen, wie lange dieses Darlehen noch geht. Das können wir jetzt wieder aufnehmen. Das werden wir instant, hoppla, bevor wir es ganz vergessen, direkt in die Bildung pumpen. Okay, wir haben eine Grundschule. Die ist am Start. Die checken wir ab. Die hat 176 von 300 Leuten. Also das ist auf jeden Fall gut. Nicht überfüllt. Jetzt geht's an die nächste Stufe. Oberschule. Bibliothek. Was kannst du? Kulturelle Einrichtung, Bücher, Filme, Zeitungen, Dokumente, bla bla bla. Bibliothek verleiht einen kleinen Bonus auf die Bildung im Radius des Gebäudes. Klingt nicht schlecht. Das sind alles so DLC-Dinger, ne? Kleine und sichere freie Schule. Hier werden Kinder unterrichtet und gebildete Erwachsene eine Alternative zur Grundschule. Ja, das brauchen wir nicht. Wir haben ja schon eine Grundschule, ne? Eigentlich brauchen wir die Oberschule. Kostet uns aber direkt 24.000. Egal, das nehmen wir in die Hand, ne? Oh, diese Autosaves. Packen wir mal so hin. Wir haben ja hier noch diesen Radweg. Den könnten wir damit noch ein bisschen... Ah, da ist dieses eine Haus, ne? Das wir damals noch gesetzt haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Guck mal, können wir das noch so machen? Sieht das ein bisschen schöner aus. Okay, jetzt pumpen wir die Bildung. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier eine Feuerwehr. Kriminalität. Polizeikommissariat, was kostest du? 12.000? Na gut, dann brauchen wir dich als nächstes, ne? Ja, wie wären das dann, würde ich sagen, hier im Anschluss setzen? So. Brauchen wir nur 12.000. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen warten. Wir machen da mal wieder den Cheap Trick und werden diese Gebäude abreißen. Um festzustellen, dass wir eine gigantische Menge an Wohngebäuden erneut brauchen. Aber Leute, wir dürfen die Kriminalität nicht so hoch werden lassen. Das ist brandgefährlich. Das ist die dicke Oberschule. Guck mal, wie das aussieht. 510 Leute haben wir da schon drin. Wunderbar. Je besser unser Bildungsstand, umso mehr Kohle können wir einnehmen. Stufen. Guck mal das an. Das ist schon richtig dunkel hier. Das ist schon zweite Stufe. Geht in Richtung dritte. Wunderbar. Bei den Häusern haben wir auch schon ein paar sehr dunkle Dinger dabei. Na, Stufe 2 nur. Okay, Leute, die arbeiten. So, Kriminalität, was ist los mit dir? Machen wir erstmal so, ne? Wir müssen ein bisschen... Oh, shit. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein Problem. Ja, machen wir mal so kurz, ne? Wir haben die Stromverbindung gekappt. Leute, wie sieht's aus mit unseren... Genügend Wasser, Strom ist auch noch in Ordnung. Brauchen wir uns noch keine Gedanken machen. Alter. In dem Schneedeponie. Da ist ein Kriminalitätsproblem. Ist das euer Ernst? Okay, 12.000. Wir können das Ding bauen. Direkt hier in Anschluss kommt es ran. Okay, jetzt muss natürlich die Polizei muss natürlich einen riesen Umweg fahren. Oh, was ist hier los? Das gehört so, ne? Amis Bäckerei. Rot und Meer. Wunderbar. Polizei fährt, ist im Einsatz. Nicht genügend Arbeiter. Ja, daran müssen wir natürlich jetzt arbeiten. Behalten wir den Verkehrsfluss noch mal kurz im Auge. Sind wir bei 94%.
Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wir scheinen das gelöst zu haben. Das ist diese eine Abzweigung hier. Die ist noch... Ja, irgendwo müssen die Leute natürlich abdrehen, ne? Warum steht hier ein Fahrzeug? Das parkt hier. Kann man das irgendwie einstellen, dass hier Parken verboten ist? Reparieren gerade, Richtung ändern. Nee, das geht nicht. Okay. Leute, wir brauchen Wohnungen. Es hilft nichts. Wir basteln hier nochmal ein weiteres. Oha, wir haben kein Geld. Deshalb machen wir erstmal hier so, füllen erstmal das Ding, ne? Ist eigentlich so gar nicht schlecht, ne? Wenn wir ein bisschen die Gebiete ein bisschen größer werden lassen, meint er nicht? Leute, komm schon, wir probieren das mal. Wir werden das jetzt mal so machen. Strom haben sie. Wasser haben sie. Minus 2 Einwohner. Immer noch stehen wir bei 3100. Da geht nicht wirklich viel voran. Komm, dann machen wir hier mal ein bisschen. Pimpen wir ein bisschen die Einwohner an den Ecken hier, ne? Gucken, ob das was bringt. Boah, dann stehen noch ein paar kleinere Häuschen, ne? Das sieht ja ganz schön aus hier. Ankerresidenz. Elchresistenz. Residenz. Schwieriges Wort. Und der schöne Sonnenaufgang kommt. Über Snow City. Hier ist wieder einer aufgestiegen. Immer wenn diese grünen Pfeile nach oben gehen. Leute, wir können ein bisschen Industrie wegnehmen. Schwerindustrie. Die brauchen wir hier nicht. Die wollen wir hier nicht sehen. Wir erzeugen grünen Strom. Was können wir denn eigentlich noch? Wir können noch Erz und... Wo sind die Bodenressourcen? Ja. Oha, was ist das? Okay. Wald. Wir können natürlich auch noch Holzindustrie ein bisschen starten, aber haben wir hier nicht wirklich, ne? Hier eine Ecke, aber... Was ist gelb? Fruchtbares Land? Hm, okay, okay. Hier oben haben wir viel Erz am Start. Und Wald ist nur da, wo die Wälder sind, ne? Aber hier könnten wir eigentlich echt nochmal ein fettes... Hier werden wir später, Leute, das Gebiet, das Geländefeld holen wir uns auch noch. Wir holen uns das hier und dann auf jeden Fall hier das anschließend hier noch. Und dann sind da auf jeden Fall zwei Industriegebiete auf jeden Fall gesichert. Und auch nicht so weit weg von unseren Wohnungen. Hier werden wir auf jeden Fall... Eigentlich sollten wir das links hier auch noch... Oh, da ist ein Hafen da hinten, Leute. Wir haben viel zu tun. Wir haben 8000. Wir gucken noch mal drüber. Wie es aussieht. 435 Schüler. Kann man den Bildungsgrad, kann man doch auch noch ansehen, oder nicht? Leute, hier ist das. Wir haben 52% ungebildet, 42% sind gebildet und 5% haben wir schon gut gebildet und von denen kann man, Leute, von denen kann man die richtigen Steuern abrippen. Da kann man richtig holen. Okay, Leute, wir machen das bis nach vorne weg. Oh, Haus abgerissen. Entschuldigung. Ah, hier sind wir ganz vorne. Wir sind ein bisschen ungeschickt manchmal. Aber keine Absicht. Die Leute kommen wieder. Wir gewinnen hier jeweils ein paar Wohnhäuser dazu. Haben weniger Querstraßen. Das freut die Leute dann. Dann glaube ich, hier haben wir hier... Hier haben wir noch eine kleine Gewerbesektion. Die lassen wir mal drin. Ja, die lassen wir mal drin. Beziehungsweise die erweitern wir hier oben gleich mal um zwei Felder. Und könnten dann eventuell später auch ebenfalls dasselbe machen, ne? Indem wir ein bisschen hier die Straßen aufteilen, dass wir nicht mehr so viele haben. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier haben wir die Parks. Bisschen gebaut. Okay, wir müssen gucken. Feuersicherheit. Wir haben ein bisschen Geld. Wir werden hier eine Feuerwehr platzieren. Sigi, Sigi.
Wenn hier einmal ein Feuer ausbricht, haben wir nämlich ein Riesenproblem. Leute, wir machen das hier wie folgt. Wir machen das so. Was sagt er dazu? Hm? Sieht doch gut aus. Wasserleitung. Lass mal straight hier hochgehen. Immer dieser Donner. Das hört sich an wie Kanonenschläge. Okay, okay. So. Wir sind am Ende dieser heutigen Folge wieder angekommen. Wir sind wieder ein bisschen weiter. Bildung wurde gepusht. Industriegebiet wurde weiter gepusht. Einnahmen sind wieder stetig hoch. 3300 Einwohner. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.